Oktober nochmal hier da. Wir machen jetzt eine Fahrt zum Pink Beach, ja? Und kurz vor dem Pink Beach machen wir ein bisschen Pause, um ein bisschen etwas zu erklären, was dann heute sein wird. Ja? Hinter mir ist eine Moschee, ist eine etwas größere Moschee. Also wird ja von den Einheimischen hier gebaut, ja? Dass die Einheimischen zu dem Feiertagsgebet auch hier kommen können, um zu beten. Ja? Die Straßen sind sehr gut Richtung Pink Beach, ja? Und Pink Beach ist ja auch schon eine der bekannten Strände bei uns auf Lombok. Es liegt ja im Osten. Wir brauchen ca. 1,5 Stunden bis 2 Stunden von Mataram, von der Hauptstadt dahin, hier nach Osten. Ist ein schönes Wetter zurzeit, ja, und das ist sehr gut, um die Fahrt dann zu machen. Ja. Das ist ein Tamarindbaum, ja. Ist ein großer Baum, so ähnlich wie ein Ficus benjaminus, ja. Aber das ist ja ein Tamarindbaum. Ja. Daneben ist ja die Moschee. Es ist gerade im Bau. Es ist noch nicht benutzt. Also wird noch nicht benutzt zurzeit. Ja. Vielleicht dauert es noch monatelang, bis es dann fertig ist. Ja. Jo, ist ein bisschen windig. Ziemlich viel Wind, weil wir dann nicht weit weg zum Strand sind. Ja, eine gute Straße Richtung Big Beach Strand oder Pink Beach. Ja. Kann ja auch schon sehr gut hier fahren mit dem Roller oder auch mit dem Auto. Die Bäume sind aber ziemlich kahl, keine Blätter. Aber es ist ja nicht der Weg zum Pink Beach. Ja. Wir sind gerade kurz vor dem Pink Beach.
Bäume hier ziemlich kahl geworden, haben ja keine Blätter, aber langsam wachsen auch schon Blätter da hoch oben. Vielleicht in den nächsten paar Monaten, wenn der Regen kommt, wird es da auch schon wieder grün. Ich war dir das.
Da gibt es zwei Berge am Ping Beach. Ja? Das heißt, wenn man ja von der Ferne irgendwie den Strand genießen will, dann muss man ja links hoch zu dem Berg gehen, ja? Oder rechts hoch zu dem Berg gehen. Ja? Und von dort aus hat man ja den Blick hier von dem Strand, Ping Strand oder Ping Beach. Ja? Wir sind jetzt auf der rechten Seite des Strandes. Ja? Das heißt, ja, von hier aus hat man einen wunderschönen Blick von dem Strand. Es wird dann Pink Beach genannt hier, weil der Strand irgendwie mal ein bisschen pink aussieht. Hier. Aber für viele sehen die Farbe die Pink Beach nicht. Aber für bestimmte Leute können die auch schon sofort merken, ja, dass der Strand pink ist. Hier. Aber ich meine, wenn man genau betrachtet, jedes Mal, wenn das Wasser rein ins Land geht, ja, und dann zurück wieder, das sieht man gleich bei dem nassen Sand auf die Farbe pink. Also, das sieht aber nicht immer pink aus. Manchmal sieht es auch pink aus, je nachdem, wie man das sieht. Ja. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Strand hier im Osten, Ostteil von der Insel Lombok. Ja. Das heißt, es lohnt sich dann, wenn Sie dann den Strand hier besuchen. Da haben wir auch schon ein paar kleine Inseln dort da hinten. Diese Insel zum Beispiel. Das nennen wir die Loop. Da machen wir oft dann so das Schwimmen und das Schnorcheln mit den Haien. Ja, mit den Haien. Habe ich so viel gesehen. Ja. Das letzte Mal vor einem Jahr. Ja, also es ist gerade Pandemie. Ja, und dann haben wir keine Gäste überhaupt hier auf Lombok seit während der Pandemie. Und ja, das letzte Mal haben wir dann so viele kleine Haie gesehen. Und dann die Riffhaien sind eigentlich harmlos. Ja? Mit denen kann man was schwimmen. Ja? Das Wasser ist ja ziemlich flach dort, ja, dass man auch manchmal auch schon am Boden da auch stehen kann. Bisschen gucken. Ja, das so sieht der Strand aus von der Ferne. Ja, ich bin gerade auf dem Berg auf der rechten Seite des Strandes und ich laufe jetzt gerade bis zu dem weitesten Punkt hier der Landzunge und dann von dort aus dann hat man ja diesen Blick. Man sieht gerade von hier aus auch den Boden, auch die Korallen. Sie sind wunderschön. Beim Schnorcheln sehen die wirklich wunderschön aus. Ja. So. Da ist der Ping Beach. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Man kann auch schon, das kann auch passieren, dass ich vielleicht rutsche.
gehen zurück zum Strand. Wir haben ja dann von hier aus den Strand gesehen. Das ist wunderschön. Von dort aus. Aber von hier aus. Wir brauchen circa 10 Minuten zu dem Strand, wo. Das ist der Strand. Es sind ja nur Einheimische hier gerade vor Ort. Am Sonntag verbringen wir die Zeit hier erstmal am Strand. Zu der Mittagszeit, ja, sind ja viele hier unterwegs, gerade Kinder. Ja, zu der freien Zeit, dann genießen sie auch den Strand. Schnell bin ich gerade jetzt auf dem Berg links des Strandes. Ich zeige Ihnen auch, wie der Strand jetzt vom Westen hier aussieht. Da sieht man gerade auch die Einheimischen am Strand. Das ist der Beach. Ist auch ein wunderschöner Strand, ist ganz leer. Indonesische Fahne. Schatten. Es ist sehr heiß. Da kann man auch schon schön hier ein bisschen sich aufhalten. Das nennen wir Bidara. Baum, ja. Hat so einen Kanopie hier. Es verbreitet sich dann die Blätter so weit herum, ja, dass man darunter auch ein bisschen Schatten hat. Ja. Bidara.
schon im Schmetter. Hier in der Nähe von King Beach. Ist auch weiter hinten.